Sehr nice, Mann. Cool, dass du da bist. Ja, freue mich, dass es mal wieder geklappt hat. Bro, willst du was trinken? Sehr gerne. Sehr gerne. Alles vorbereitet. Danke dir, mein Lieber. Er hat sich schon einiges getan hier bei euch seit dem Umzug, ne? Sieht cool aus. Danke. Sag mal, das da, ist das eine Popcornmaschine? Eine Popcornmaschine. Kommt richtig gut an bei den Mädels. Das ist aber schon geil. Popcornmaschine. Funktioniert die, oder? Klar funktioniert die. Echt jetzt? Soll ich was machen? Ja, ja komm. Klar, mach was. Easy. Okay. There we are. Sehr geil. Na dann. Ganz schön viel Nebel hier, ne? Sieht aber ganz cool aus. Ich bin's, kennst du mich noch? Ich bin dein bester Freund. Wir jagen Monster aus der Schattenwelt. Lass dich herzigen. Ich hab. Oh! Wie oft hab ich gesagt, du sollst das mit dieser Telekinesis lassen? Erstens kriegst du davon Nasenbluten und zweitens ist es nervig. Hast du was zum Trinken? Ja, das ist jetzt ganz toll, dass du das fliegen lassen kannst. Aber ganz ehrlich, Ellie, ich hab dir das schon immer gesagt. Du sollst deine Kräfte für was Sinnvolles einsetzen. Zum Beispiel für die Jagd auf Schattenmonster. Oder wenn jemand besser bei Fortnite ist als du, dann kannst du ihm die Finger brechen. Oder vielleicht einfach auch eine Katze explodieren lassen. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ich hol mir das jetzt selber. Ist richtig cool bei euch. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Und das sieht so cool aus. Ich meine, was hast du gemacht die letzten Jahre? Vielleicht hast du einen Innenarchitekten gehabt? Ich glaube, ich könnte auch einziehen. Soll ich einziehen? Ja, der Popcornmaschine. Das ist ja Wahnsinn. Ich liebe Popcorn. Popcorn, das ist mein Leben. Ich liebe Popcorn. Ich habe schon als Kind Popcorn gegessen. Den ganzen Tag Popcorn. Popcorn, Popcorn, Popcorn. Morgens, Mittag, abends, jeden Tag. Ich liebe Popcorn. Die Frauen stehen da drauf. Oh, das verstehe ich jetzt nicht. Du bist doch auch... Gibt's was du mir sagen willst? Ich meine, es ist 2019, das finde ich okay, aber ich hab dich lieb, egal welche sexuelle Orientierung du hast. Funktioniert die eigentlich auch? Warum kannst du nicht Popcorn holen wie jeder andere Mensch auch? Das ist so anstrengend mit dir, aber egal. Du bist meine beste Freundin, also verarzt dich nicht. Hier ist noch ein bisschen Blut und wir können das auch ganz normal lösen. Du kannst auch deine Hände benutzen, wie ein normaler Mensch auch. Nein, Ellie muss wieder Telekinesis machen. Hast du dich einmal angeguckt, dein ganzes T-Shirt ist? Ich meine, sowas kannst du doch nicht auf Instagram posten. Hier, guck mal, wie du tropfst. Das merkst du alles gar nicht. Links, rechts, alles ausgeblendet. Du siehst aus, aber Hauptsache, du kriegst dein Popcorn. Ja, da ist es ja. Ganz ehrlich, das hätten wir auch einfach haben können. Ich meine, außerdem, du hast heute weiße Sneakers an. Das ist echt ungünstig, wenn man... Du weißt schon, dieses Nasending. Ich weiß, du kaufst dir einfach neue. Pass auf, ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt den Film an. Sekunde, ich muss mal kurz im Kühlschrank neues Trinken holen. Ich bin da. Bitte nicht.